Ist ja auch schon kurz vorm Ende der Saison hier. Und wir haben uns in Belgien mal wieder verbessert. Passt. Das passt. Also gerade, ich kann mich nur wiederholen, also gerade wenn du unten anfängst, hol dir die alten Säcke. Das ist wirklich das Erfolgsrezept, Tschechien. Und gerade was du jetzt schreibst, einen zu großen Kader mit vielen jungen Spielern, die sind dann alle unzufrieden nachher, wenn sie nicht spielen. Das macht die Spieler nur fertig, glaube ich. Also und ich habe auch nicht, ich sehe es bei dem Spiel ehrlich gesagt noch nicht, dass man hier Spieler richtig gut kontrolliert entwickeln kann. Ich sehe es nicht. Für mich ist das alles ein bisschen zufallsverbunden hier. Ich kann mich auch täuschen. Teert und federt mich, wenn es nicht so ist, aber ich sehe es hier in dem Spiel noch nicht bis jetzt. Okay. Zurück zu den ganz wichtigen Sachen. Halbfinale Atletico. Die waren auch unzufrieden, als der Kader klein war. Okay, das ist natürlich doof. Das ist ja natürlich doof. Ich glaube, Schendera war noch nicht. Gehaltserhöhung ignoriere ich alle gerade so ein bisschen, weil ich keine Kohle mehr habe in dem Bereich. Okay. Machen wir ein bisschen Pause hier. Intensität runter. So. Bin gespannt. Atletico natürlich alle höchstwahrscheinlich um 20 Stärkenpunkte überlegen. Oder schon lieber gegen Atletico für den Erzrivalen nicht posen. Gut. Alle an Bord. Das haben wir gerne. Das haben wir richtig gerne. Nicht 100% fit alle Mann, aber erstmal alle an Bord. Das ist natürlich echt richtig geil. Alana Munoz Mertens, der Einzige, den ich echt noch nicht spielen lassen kann. So, Braddock. Genau, das waren sie. Top-Bank jetzt mittlerweile wieder. Moment, Munoz für Stindl. Munoz für Stindl. Genau so ist es. Okay. So, was haben die hier? Morata. Eieiei. Joao Felix haben sie immer noch. Würde ich ja fast behaupten, nehmen wir einfach mal hier Morata und Correa, je nachdem, welche Spieler wir jetzt gerade dann noch loben können. So, das passt alles hier. Haut schon hin. Oblak aber der beste Spieler hier mit 13,4. Alter Verwalter. So, haut alles rein, was ihr habt. Passt. Und dann gucken wir, was wir hier noch so übrig haben. Braddock, das wird heute ein Tag. Das ist schon mal viel wert. Und defensiv war es das aber leider. Aber Barberis, das wird heute ein Tag, ist auch immer gut. Und Braddock spielt ja LAV. Heißt den RAS Korea. Den können wir in die Zange nehmen. So, und dann nehmen wir hier noch. Wir nehmen wir dann noch. Stendera, das wird heute ein Tag. du kannst mir einfach mal bei hier bei Twitch deine Mailadresse schicken. Und dann schicke ich dir so einen Dropbox-Link. Das macht sie am besten, glaube ich. Das macht sie ganz gut. Bei Discord geht aber auch. Da bin ich auch unterwegs, aber das wäre jetzt der einfachste Weg. Trotzdem will Morata mal noch in die Innenverteidiger mit dem Innenverteidiger decken. Hier mit Kempf. Der hat auch gerade genetzt, ne? Der Gute. Bei Stuttgart. Ich habe jetzt seit langem mal wieder ganz entspannt die Bundesliga-Konferenz geguckt. Und bin mal wieder weggenickt. So. Wir haben 17 bei Taktik. 17 bei Stärke. Bup, bup, bup. Das ist ein wichtiges Spiel heute. Lieblingsgegner ist auch geil bei Atletico Madrid. Ja, den nehmen wir. Ja, bei der Bundesliga-Konferenz passiert mir ganz oft, weil ich halt dann, also heute zum Beispiel habe ich die Hecke geschnitten bei uns und ich bin nicht so der Gärtner. Mir hat alles wehgetan, ich war völlig fertig und dann bin ich ein bisschen weggenickt mit offenem Mund. Passiert öfter mal. Das ist so. Oh, Janis Blumenthal. Wahrscheinlich ein deutscher Schiedsrichter heute. Nee, bei Dropbox musst du dich nicht anmelden, glaube ich. Sonst kannst, also wenn du so eine großen Dateien bei Discord verschicken kannst, das weiß ich gar nicht, kannst du gerne auch schon, ist auch kein Ding. Ah, den habe ich schon drin gesehen. Oblak holt ihn raus gegen Benzema.
Ich habe ja sowieso Real Madrid, alte Herren noch mit drin. Ne? Die sind eh alle heiß jetzt gegen Atletico, glaube ich. Ich gar nicht groß motivieren müssen. Und 1-0, verdammt. Das ist natürlich bitter jetzt. Das ist jetzt natürlich bitter. So, wir bleiben hier bei der ersten Elf. Benzema war gut. Und kämpft tatsächlich. Extra Motivation haben wir uns auch noch. Und dann weiter. Ich heiße überraschenderweise Claude Gable bei Discord. Bin da auch bei dem We Are Football Channel, falls du mich da findest. Ja, spannende Nummer hier. Alles noch möglich. Oh, 76. schon, ey. Verdammte Axt. Was wechseln wir jetzt noch? Wir haben einige gelbe Karten gefressen. Na, komm hier. Sonst fehlt er vielleicht fürs Rückspiel. Das wäre genauso Pisse. Ah ja, 15er Fitness. Das ist auch eine Scheiße. Barbieri ist erst noch für ein Freischuss-Tor gut, glaube ich. Aitner auch völlig im Eimer. Stindl für Lozano können wir noch machen. Einen Wechsel hätten wir noch. Hier, der ist ja fast schon... Oh nein, Moment. Ich glaube ja, auch wenn er ja noch fast im Arsch ist, ich glaube, das wird jetzt hier der Auftritt von Dries Mertens. Habe ich so ein Gefühl, der macht da so eine Hütte. Hab ich hier so ein Gefühl. Und zack, da kriegst du noch einen rein. Scheiße, Mann. Auswärtstor, jetzt. Komm, mach mal richtig Action jetzt hier nochmal. Oh, 3-0, bitter. Das ist hart jetzt, ey. Jetzt nehmen sie mich auseinander. 4-0. Eieieiei. Anscheinend ist hier Ende der Fahnenstange. Schon im Halbfinale Schluss. Ja, war natürlich schlecht, keine Frage. Enttäuscht. Nur ja, der hat's leicht. Auch scheiße anscheinend, okay. 4 Hütten bekommen, ey. Eieieiei. Das hilft noch das Wunder von Chetin. Munoz hat sein Trainingsziel erreicht. Was hat er denn erreicht? Volleys. Oh Gott, der hat so viel zu lernen, ja? Schnelligkeit. Ja, Schnelligkeit. Das ist immer gut. Jo, alles klar. Weiß ich Bescheid. Von Nalcik hat sich verbessert auf 7,0. Der mausert sich auch. Was nehmen wir denn hier? Lange Pässe ist Quatsch. Flanken ist auch Blödsinn. Na, hier kommt man. Was ist das hier noch? Ja, Ausdauer. Allein gegen den Torwart nehmen wir. Die sind da alle unterwegs wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich mir vorstellen. Okay. Lech Posen. Ja, wir haben ja ein paar Schonen hier, ne? Zweite Garde wieder eine Chance geben. Mit Marcelo und Co. Papiris. Ah, der Blin, der muss auch mal ein Spiel machen jetzt. Das hilft ja alle nix. Rein. Leitner raus. Ayala ist auch immer noch total fertig. So wird das nie was. So wird das nie was. Na gut, der muss Leitner erstmal noch spielen, der wird in der Halbzeit rausgenommen. Ach, so viel stärker bin ich gar nicht, sehe ich gerade. Ja, gallig und eklig muss schon sein. 10 aus, Tempo hoch. Gib ihm. Ja, das Ding noch zu drehen jetzt. Erscheint mir unmöglich.
erscheint mir unmöglich. Leider Gottes. Benzema noch runter. Ja, Leitner auch auf jeden Fall. Da darf dann Schindler ran. Passt. So, wie sieht's hier aus? Fitnessmäßig eigentlich alle ganz okay. Könnte Udokai vielleicht noch Rado nochmal ersetzen. Und ja, Ayala kann auch wieder ein bisschen rangeführt werden, ne? Für Khedira. Oh, stehen wir noch mit dem 1-0. Natürlich nett. Ja, tatsächlich habe ich das. Aber es ist sehr selten. Es ist sehr, sehr, ich bin nicht der Karriere-Typ, weil ich sag mal so. Oh, muss ich hier mal kurz aufpassen. Besten der Welt natürlich. Ich bin nicht der Typ, der dann so ein Projekt verlässt. Da bin ich nicht der Typ für. Wenn man was aufgebaut hat, verstehst du? Wenn man was aufgebaut hat, dann gehst du nicht einfach. Außerdem gegen den modernen Fußball. So. Oh, 14.445 Fans werden erwartet. Mal gucken, ob die Hütte wieder voll ist jetzt. Auch wenn eigentlich nichts mehr geht. Natürlich kommen wir. Charity-Aktion machen wir auch. Direkt nach dem Spiel gegen Atletico. Ja, wenn Lech Posen. Ich glaube, dann werde ich, darf ich nicht mehr nach Stettin zurück. Dann kommen die Schweineköpfe geflogen, glaube ich, über Figo. Aber ja, wenn Barca anklopft, aber ich glaube auch dann nicht. Ich glaube auch dann nicht. Also, wenn ich so ein Projekt hier starte wie mit Progon oder Hansa, dann geht es ja um das Team, ne? Aber man kann noch mal eine echte Karriere starten, keine Frage. Problem ist dann nur, ja, dann bist du ja auch, so wie jetzt bekomme ich ja schon Angebote von Dortmund und Co., glaube ich, hatte ich. Er ist hier der Rookie des Monats. Vielen Dank. Ist mir nix. Das ist mir nix. So, irgendeine Frage habe ich noch übersehen. Hast du einen Jugendspieler im Team? Ich habe einen Jugendspieler im Team. Jetzt hochgezogen habe ich den von Nalcik, ja. Tatsächlich. Tatsächlich. So, auch noch einen gelb gesperrten hier mit Udokai. Ich sag's euch ganz ehrlich, das kann nichts werden hier, oder? Das Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Aber wir stellen natürlich alles auf, was irgendwie Beine hat und laufen kann. Ein paar Beris sowieso. Halt, Busch muss noch rein. Hoch raus. So. Passt das so? Ich könnte Zech noch rausnehmen. Reinnehmen, jetzt, dass ich noch einen Innenverteidiger habe. Ja, Munoz noch rein für Stindl. Ich könnte jetzt Mertens schon bringen, der es minimal stärker hat, aber echt kaum Fitness. Nach wie vor nicht. Hat er irgendwie keinen Bock drauf. Keine Ahnung. Aber der hat die Künstlergeschichte, ne? Der hat die Künstlergeschichte, genau wie Marcelo. Vielleicht lag es jetzt auch daran. Was sagt ihr? Kann ich noch irgendwas ändern hier? Auch wenn Barca anklopft zum Beispiel, ich sag mal so, dann hast du ja gleich so ein komplettes Team, ne? Es macht ja gerade Spaß, dann irgendwie die hochzupushen. Ach, ich glaube, hier geht nichts mehr. Passt schon. Offensiv ist klar. Wir werden ordentlich hartnäckig pressen. Flitzer. So stark sind die gar nicht eigentlich. alles rein. Was kann ich hier jetzt noch machen? Überhaupt nichts. Kann auch drei Leuten viel Glück wünschen hier. Der geht nicht. Das nehmen wir hier. Mit unserer Spezialtaktik wird alles gut. Gerade viele verloren und sagen, das ist unser Lieblingsgegner, ist aber auch geil. Nee. Ausgekaufte Hütte auf jeden Fall. Macht mich stolz, Jungs. Macht mich stolz. 10 an. Bisschen runter.
Dann einfach nochmal ein bisschen offensiver stellen hier und gucken, was passiert. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So ein Radu, der kann ja auch mal über sich hinauswachsen. Gott, oh Gott, oh Gott. Mit Radu ins Champions League Halbfinale. Dass ich das noch erleben darf. Ich wollte gerade sagen, da kriege ich gleich hin. Wird mir gleich der Stecker gezogen in der ersten Minute hier, aber nee. Ich meine, es ist ja schon einiges passiert hier bei We Are Football, ne? Es ist schon einiges passiert. Wir können uns auch mal einen Rausch spielen, so wie Atletico im Hinspiel. Na? Nö. Schade. Also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Pokémon setzen auf jeden Fall. Die müssen. Das ist eine Bank heute. Das ist eine Bank. Morata ist noch verletzt. Na, gucken, wen bringen die? Ein 10-1er. Na gut. Nur noch stärker als der Rest meines Teams, aber... Ja, Radu heute Dreh- und Angelpunkt. Ach, Munoz. Das ist bitter. Das ist hart. So, ist irgendwas passiert? Nö. Was macht man hier jetzt? Wir nehmen Radu erstmal runter. Der hat alles gegeben heute. Muss reichen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt Dries Mertens noch rein. Ich meine, was nützt es, ne? Was nützt es? Wir hätten noch einen Stindl. Den könnten wir für Dings noch bringen. Ach, Mensch, was mal. Ich weiß nicht, also viel offensiver geht ja auch schon gar nicht mehr nachher. Können hier natürlich volle Attacke noch nehmen. Kann man hier irgendwie loben? Auch nicht. Warte, scheiße. Extra Motivation können wir so holen. Wild entschlossen sind wir auch. Also was wollen wir mehr? Abfahrt. Und Ecke Leitner. Schon, hat noch immer zum Erfolg geführt. Oblak hat ihn. Ich glaube, der Oblak, der macht hier einen Unterschied auch. Nächste Saison brauchen wir einen neuen Keeper. 4 Hütten im Mensch gekriegt, ey. Carrasco. Uff. Auch schon knapp, das Ding. Und Rot, Joao Felix. Vielleicht geht doch noch was? Fragezeichen. Ich meine, es sind noch 25 Minuten, ne? Da ist noch schon einiges passiert. So, und jetzt kriegen wir ein anderes Spiel, Jungs. Jetzt kriegen wir ein anderes Spiel hier. Das Tempo ein bisschen runterstellen. Passiert, kriegen wir mehr Spielszenen vielleicht. Freischuss Stindl. Warum auch immer der die Freischüsse macht. Eigentlich soll die Papiris machen. Und Oblak hält ihn sicher. Schade. Schade. Noch 3. Kann ich noch irgendwas wechseln? Was macht er hier? Geht er mal durch oder was? Meine Güte. So, was machen wir jetzt noch hier? 72. Wir haben noch einen Fornalschick. Wir haben noch einen Khedira auf der Bank. Der könnte erstmal für Leitner rein eigentlich. Ja, von Halschig. Ne, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Der hier muss noch auf für die Verlängerung, wenn wir eine 4-0 gewinnen. Kann ich in der Taktik noch irgendwas machen? Ihr müsst richtig Gas machen jetzt hier. Ihr müsst richtig Gas machen. Und dann weiter. 73. Den muss ich richtig runternehmen jetzt hier. Bringt das was? Ja, leider ja. Das ist so. Der Oblak, der fischt ja auch alles runter. Da kannst du ja auch nichts machen. Da kannst du ja auch... Oh, aber Barberis Freistoß? Drin. Natürlich ist er drin. Und da waren es nur noch 2. Da waren es nur noch 2. Und Barberis Freistoß am besten wieder rein, das Ding. Natürlich. Natürlich. Da war es nur noch einer. Oh Gott, Alter. Jetzt dreh ich durch hier. Jetzt macht Barberis schon die Ecken. Jetzt macht er alles hier. Mertens. Oh, Oblak hat ihn. Also wenn ich rausgehe, fliege ich ja mal knapp raus, ne? Komm, ein Ding will ich noch hier. Komm, Flitzer. Schnell den Flitzer. Scheiße. Was machen wir jetzt noch? Mehr Flitzer fiel mir jetzt nicht mehr ein. 88. Jetzt ist, müssen wir Fornalschick noch bringen jetzt. Krieg ich den noch hier zwischengequetscht irgendwie? Scheiße. Oh Gott, Alter. Was mache ich jetzt hier noch? Wie krieg ich den jetzt mit rein? So ein RAS wird das Spiel jetzt auch nochmal durcheinander bringen, ne? Ach nee, ohne Verteidigung komplett ist auch scheiße, glaube ich. Dann überrennen sie uns auch. Lieber so. Okay. Vielleicht die letzte Situation hier. Rot. Gerade gebracht und er holt sich Rot, der Idiot. Der sollte eine Hütte machen, Alter.
Was macht er denn klar? Och, was für ein Trottel, ey. Was für ein Trottel. Wie spielen die eigentlich? Auch irgendwie cool. Da wechselst du den scheiß 7,0er Stürmer ein, damit er den Sieg bringt und er holt sich rot, Alter. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Wer kann hier jetzt noch eine Hütte machen? Keiner von denen. Ja, vielleicht nochmal so ein Braddock für Marcelo. Ach, ich dreh durch. Komm, weiter. Mach doch mal einen jetzt hier. Spielende. Das ist bitter. Das ist richtig bitter, ey. Das ist so scheiße. Dann kämpfst du nicht durch und dann... Ach. Aber gut. Natürlich klar, das bessere Team gewesen, ne? Atletico. Gibt's nichts dran zu rütteln. Verdiente Tore wären auch mal 1,5 zu 1,3 gewesen. Würde mich interessieren, wie es im Hinspiel war, aber na gut. Ah, der Flitzer und von Alcic. Da dachte ich, komm, das is it jetzt, aber ging nix. Ja, waren super. Auf jeden Fall. Beider den Anteil. Das passt, glaube ich, oder? Nö, passt auch nicht. Er hat's leicht. Alles rot. Oh, gegen Ajax Amsterdam-Finale. Das wäre so geil gewesen, ey. Meine Fresse. Scheiße. Naja, aber 45 Millionen eingenommen. 5,33 Länderpunkte. Länderpunkte. Punkte für die 5-Jahres-Wertung. Geplant hatten wir mit 1,4 Millionen übrigens. 45 sind es geworden. Geiles Ding. Werde ich einfach was in meinem Budget sehen? Natürlich nicht. Das ist mir egal, ob der gesperrt ist. Das brauche ich nicht. Und nochmal 125.000 Euro für den Flitzer. Scheiße. Oh Mann. Ich habe alle Register gezogen. Mehr ging einfach nicht. Also mehr war wirklich nicht drin heute. Mehr war absolut nicht drin. Ich muss mal kurz meine Po-Tasse auffüllen. Vielleicht hätte ich noch meine Pogon-Tasse hier in die Luft halten sollen. Ich kriege nie mal meinen Arm gerungen von dem scheiß Heckeschneiden heute, ey. Das ist so schwer, das Ding. Genau, war ich eine. Ach ja. So ist das Leben, Gable. Da muss man mit leben. Ich will halt nichts. So, wen nehmen wir jetzt noch runter hier? Ja, Zech, ne? Aber wir sind auch alle wieder da hier. Jetzt, wo es um nichts mehr geht. Ja, aber Pokalfinale haben wir auch noch, ne? Auch schön. So, Braddock wieder rein. Obwohl, wir nehmen Künstlerbonus vielleicht. Ach, ist auch wurscht. Ein bisschen runter, regelmäßig. Und dann gehen wir wieder in den Normalbetrieb über. Trikowski. Ivan Trikowski. Das könnte auch ein generischer Name von Bundesliga-Manager Hattrick von damals sein. Dann drei Tage danach stehst du wieder bei Gornik Zapze in der Liga, wo du schon eigentlich schon durch bist. Swag-Faktor, glaube ich, ist echt nur so just for fun. Ich glaube, mehr ist das nicht, oder? Na komm, mach das mal weiter hier. Zack, liegst du hinten. Wen haben wir denn hier noch Schönes? Und Stürmer austauschen. Von Nalcik, weil er sich so gut gemacht hat eben im Finale, kriegt er nochmal seine Chance. Fand ich richtig gut. Eingewechselt, zack, einen umgekloppt, rot. Vielen Dank. So, einen hätte ich noch. Mal der Blin, der darf auch mal wieder ran. Krieg ich da noch ein paar Minuten. Was ist mit meiner Maus hier los? Hallo? Ich habe gar keine Funkmaus. Was ist mit ihm denn? Oh, ein Haar. Da ist das Problem. 1-1. Nee, also Swag-Faktor, glaube ich, ist völlig Banane. Glaube ich nur so Just for Fun. So ein Gerald Köhler-Ding, weil er Bock drauf hatte. Liegt das jetzt am Spiel hier oder muckt meine Maus hier wegen irgendwas rum? Ist ja mit ihm. Oh, wenn ich das Ding noch gezogen hätte gegen Atletico, ne? Meine Güte. Das wär's gewesen, ey. Aber wir kommen wieder. Jahr für Jahr knabbern wir uns nach vorne. Konnte auch nichts mehr verpflichten, wenn ich jetzt hier mein ganzes Budget schon verkloppt, ne? Eigentlich müssten die es jetzt nochmal erhöhen hier. Champions League Halbfinale erreicht. Bin auch gespannt, wo Polen nachher in der 5-Jahres-Wertung landet. So, letzter Spieltag. Extra Klasa. Und Khedira hat keinen Bock mehr anscheinend. Ja,
Ja, schon ärgerlich, ne? Wenn du so, also ich glaube, letzte Saison hat mir auch nur ein Tor gefehlt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon eine harte Nummer. Bin schon enttäuscht jetzt hier. Aber ich kann meinen Jungs nichts vorwerfen, außer von Nalcik. Der hat die Richter daneben genommen. Alle anderen waren gut. Warum habe ich den Ruck eigentlich dabei? Sagt mir auch keiner was. So sieht's doch gut aus. Ja, jetzt noch wechseln ist auch Quatsch hier, ne? Für was soll ich jetzt noch jemanden schonen? Dann spielst du echt hier gegen... Wir sind wütend. Wir sind wütend und spielen hier gegen Lodge mit einer Stärke von... Keine Ahnung, was haben die insgesamt? Steht das hier noch irgendwo? Ne. Summe Länderspiele, 0. Ach Mann. Schon eine harte Nummer. Ein knappes Ausscheiden. Schön 6 Stürmer vorne drin geparkt. Hat trotzdem nicht gereicht. Und der Blin, der wird jetzt auch langsam rangeführt. Der war ja auch eigentlich nicht gekauft, um sich da auf der Bank gemütlich zu machen. Aber hat alles nicht so sollen sein. Nehmen wir noch runter hier. Lozano. Das ist auch noch platt, ne? Da geht auch noch nichts. Na komm, mal weiter hier. Einen wechseln wir uns auf. 5-1 mittlerweile. Joa, dann darf Mertens jetzt auch nochmal ran. Guck mal. Anständig verabschieden von 5600 Zuschauern. Aber gut, fast schon verständlich. Obwohl, Meisterfeier, Freibier. Nimmt man doch eigentlich als Fan auch ganz gerne mit, oder? Ja. Ich dachte, hier steht irgendwie noch, wie viele Tore mehr und so, aber nö. Oh, meiste Tore in einer Saison. 100. Und auch nur 26 Gegentore. Überraschung. Und jetzt noch gegen Cracovia. Das große Finale, auf das ihr alle gewartet haben. Zinsen brauchen wir noch nicht. Gehaltserhöhung können wir nicht. Können wir auch nicht. Oh, von Lozano wurden bereits 174 Trikots verkauft. Von einem Spieler, der Stamm ist bei einem Verein, der in der Champions League ins Halbfinale kommt. Werden 174 Trikots verkauft. Das ist in Ordnung. Das ist schwer in Ordnung. Der Mruk, der schleicht sich immer wieder hier in die erste Elf. Ich weiß gar nicht, wer das macht. Und weiter. Pokalfinale. Brauchen wir jetzt auch, glaube ich, kein... Moment. Was ist mit dem Rechtsverteidiger? Das habe ich ja nicht aufgepasst. Ach, egal. Diesen Schrott, oder? Können wir den Einsatz mal ein bisschen hochziehen. Das können wir noch ausnutzen hier. Leitner, Steck und Barberis. Und hier kann man auch mal sagen, Spezialtaktik und dann hier auch ihm eine. Ich glaube nicht, dass hier was anbrennt, oder? Wenn doch, dann greifen wir noch ein. Rivaldinho Kreuzbandriss. Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege alles Gute. Ja. Munoz ist irgendwie ein bisschen platt. Können wir jetzt mal für rein. Leitner hat schon gelb. Ist auch irgendwie platt, sehe ich gerade. Aber der muss noch. Aber Bradder können wir runternehmen und Marcelo bringen. Dann machen wir weiter. Dann liegen wir in vorn 2-0. Na, jetzt sieht es doch gut aus. Jetzt sieht es doch vernünftig aus. Dann geben wir ihm noch seinen Applaus. Leitner runter. Einwechsel hätten wir noch. Falls noch was anbrennt, lassen wir den mal noch. 3-1. Und Pokalsieger. Überraschung. Zum dritten oder vierten Mal? Das ist die dritte oder vierte Saison. Ich weiß gar nicht. Ja, super. Okay. Herz leicht. Alles in Ordnung. War alles schlecht. Alles rot. Einfach alles schlecht, was ich erzählt habe. Wir waren anscheinend auch das glückliche Team. Macht aber auch nichts. Ja, alles in allem die erfolgreichste Saison mit dem Champions League Halbfinale. Um das zu steigern, können wir nächstes Jahr dann eigentlich
nur noch das Finale erreichen. Wenn die Spieler schlecht trainieren, oh Gott, schwer zu sagen. Ich sag mal auch ganz ehrlich, ich glaube, das macht hier kaum einen Unterschied bei dem Spiel. Ich glaube, das ist völlig wurscht. Klingt immer blöd, wenn ich sowas sag, aber ich glaube, hier geht es einfach nur um Stärke. Stärke, Einsatz. Das sind hier die Sachen, die zählen. Freistoßstärke und so weiter. Büroauslastung 102 von 80. Platz aus allen Nähten. Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen verändern nächstes Jahr. Wie sieht es überhaupt aus hier? Muss ich mir Gedanken machen um Verlängerung? Er läuft aus. Mehr noch nicht. Könnten wir ja verlängern mit ihm, ne? Der kriegt eh kaum Gehalt. Macht schon was aus, okay. Also, dass sie trainieren, ja, aber man ändert ja nicht wirklich was, oder? Also, ändert man irgendwas beim Training? Ich finde auch ihn so geil. Hier ein 10,3er habe ich mir ausgedient und zahle 30.000. Ich meine, klar, der ist nachher weg, aber ja, schon ganz cool. Freundespiel jetzt noch, ja, natürlich. Da haben wir alle richtig Bock drauf. Gehen wir mal Fanclub besuchen. Wie viel möchte er denn? 600.000 möchte er auf einmal. Ja, es gibt viele, die am Training richtig rumdoktern. Ich bin eher so der Typ, der das einfach den Co-Trainer machen lässt. Und ja. Hat bis jetzt noch nicht geschadet, sagen wir es mal so. Will ich dem so viel Geld zahlen hier? So ein 6-5er? Eigentlich nicht, ne? Ich dachte, er nimmt das hier mit und freut sich, dass er beim Champions League-Team auf der Bank setzen kann, aber. Nö. Undankbares Schwein. Also kann wirklich sein, dass das was bringt, wenn du manuell das Training einstellst. Ich will es nicht bezweifeln, aber du siehst, ich spiele mit Stettin auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und bin im Champions League Halbfinale nach 4 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, ne? Sind das jetzt hier? 3 oder 4 Jahre, keine Ahnung. Ja. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Kann mich aber irren. Die Hardcore-Zocker werden wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber. Die Erfahrung habe ich gemacht. Wie lange ist denn eigentlich jetzt noch? 34 Tage, na gut. Ja, der Konto schaut sich gut aus, ne? Ich habe auch keinen Bock, Geld anzulegen. Das wird mir nämlich wieder negativ angelastet. Ich werde nächste Saison, ich bin fest vorgenommen, weil der Kader eigentlich ganz gut aussieht, das Stadion ausbauen. Ich will da mindestens 30.000 haben. Weil es jetzt anscheinend gefixt wurde, müsste man in der Champions League dann trotzdem ausverkaufte Hütten haben. 30.000 ist das Ziel. So, jetzt zum Beispiel Leverkusen. Klar, könnte ich machen. Theoretisch, ne? Könnte ich machen. Die haben bestimmt einen super Kader. Wenn man so guckt hier. Joa, schön 12er Spieler und so. Mein stärkster Spieler hat nicht mal eine 11. Aber. Nee. Nicht mit Gable. Der steht zu Stettin. Auf die deutsch-polnische Freundschaft. Geil, wirklich bei dem Kontostand, dass ich mir dann in die Hosen scheiß, wenn der Mruck da irgendwie 400.000 haben will, aber. Status-Meeting. Aber da habe ich meine Prinzipien. So, Transferphase machen wir heute noch, oder? Bis zur Primetime? Ich habe meiner Frau gesagt, wir gucken ja ein Filmchen, also so bis 2030 könnte ich noch ein bisschen ein paar Transfers erschachern. Mal gucken, was so geht. Ich glaube, bis zum Deadline Day schaffen wir es noch. Sollte funktionieren. Haben kommt von halten. So sieht's aus. Niemand hat es geschafft. Auch Benzema nicht. Ja. Der Tag, an dem Benzema. Ach Mensch, ist das City, Alter. Ja. Nettes Angebot. Da könnte selbst ein Claude Gable dann weich werden bei diesen Spielern. Aber nee, machen wir nicht. Du hast die Angebote, die. Na, ich hab sie mit drinne. Ich find's schon nett zu wissen, dass ich umgarnt werde. Seien wir ehrlich, jeder findet's toll, umgarnt zu werden. Man hat schon eine hübsche Frau zu Hause, aber wenn die irgendwo eine andere hübsche Frau schöne Augen macht, dann freut dich das trotzdem. Ich hoffe, Jesse hat den Kram jetzt gerade nicht an, was ich hier mache, aber. Nee, machen wir nicht. Ne? Aber Tito holen können wir uns auch bei City. Gegessen wird in Stettin. So ein Ding ist dann nämlich. Genau so läuft das.
Aber das kitzelt schon. Selbstverständlich, es kitzelt. Aber ein Jahr Pogo noch. Ach, mit Pogo in die Champions League. Ich sag mal so, mit City Champions League gewinnen, das kann jeder, oder? Aber mit Pogon? Fragezeichen? Da wird schon schwierig. Ich kann keine Gehaltserhöhung für geben. Wie oft denn noch? Wollen es aber nicht verstehen. Was ist die? Ja, schon nett bei dem Kader. Aber dann hast du den Investor da am Rücken, ne, habe ich gesehen, und der will dann auch Leistung sehen. In Stettin, wenn ich da mal 10 Spiele in der Liga verliere, werde ich trotzdem Meister. Interessiert kein Schwein. Das ist wurscht. Benzema spielt doch noch ein Jahr in Stettin hier. Zinsen, Fanclubbesuch, passt. Kann ich nicht, kein Geld. Also auf jeden Fall Büroetage bauen, Stadion auf 30.000 und wenn es geht, vielleicht sogar ein bisschen Trainingsgelände noch ein bisschen ausbauen, aber ich glaube, dafür wird das Geld ja auch nicht reichen. Benzema, da bin ich vorhin stehen geblieben, ne? Also solange der keine Disziplinarmaßnahmen bekommt, wird der immer mit zu irgendeinem Turnier fahren. Aber nicht bei We Are Football. Vor 2024, der ist auch schon echt alt jetzt, ne? Der ist schon 38 jetzt. Verkaufen. Gleich verkaufen. Echt ins Minus gewirtschaftet hier das Budget. Bei 115 Millionen auf Wohnkante. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass die da noch was machen mit den Budgets, dass man da selber ein bisschen mehr Spielraum bekommt. Und Italien-Frankreich im Finale. Lange nicht gehabt. Ja, die letzten Wochen ziehen sich immer ein bisschen, ne? Aber jetzt haben wir es geschafft. Italien gewinnt diesmal. Was heißt diesmal? Letztes Mal auch gewonnen. So. Komm. Zeig mal her hier. Jetzt kommt hier die große Überraschung. Fähigkeit verloren, aha. Ja, dann mach das mal wieder. Jetzt kommt wieder die große Überraschung, wie viel Budget bekomme ich? Das hat sich ja schon verbessert, ne? Von 1 Million auf 30 oder wie war es das letzte Mal? Ja, genau, so ein Gesamtbudget und dann irgendwie so selber ein bisschen entscheiden können. Das wäre ein bisschen cooler, ne? Fünfte Saison jetzt schon, okay. Fünfte Saison, ey. 5,4 Millionen, 12 Punkte mehr geholt, 18 Tore mehr erzielt. Das klingt doch alles super. Barberis mal wieder in der Elf des Jahres. Mehr aber nicht. So als Serienmeister kann man das auch nicht verlangen. Okay, alles bleibt beim Alten. Bisher Achter, jetzt wieder Achter. Warum diese Saison nur 8,8 Punkte und letzte Saison 19,6? Oder wie sehe ich das hier? Dann hat der Rest wohl nur Scheiße gemacht anscheinend. Natürlich nicht nett. Bisschen nach vorne, Schuster muss ich mir noch. Aber die Jahre, die müssen, wenn die beiden noch wegfallen hier, dann sieht es richtig gut aus, naja. So. Geil ist auch, also interessant wäre für mich jetzt, wenn wir nachher in der Top 5 sind mit Polen, wird das dann hier auch angezeigt? Sind es immer die besten 5 Länder oder ist das immer England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich? Das wäre auch noch spannend. Duxch, Torschützenkönig. Mit Mainz. Also mit Hannover, Entschuldigung, mit Hannover. Breathwaite bei Barca. So kann's gehen. Hat der Duxch jetzt nicht gerade für Werder auch geknipst? Oblak, zu Recht aber auch. Zu Recht. Nur Pogon konnte ihm 3 einschenken. Sonst niemand. Beste Stürmer, Lukaku. Den hole ich mir vielleicht ablösefrei jetzt, wenn er drauf ist. Spieler des Jahres. Oh, Munoz. Ah ne, in Polen. In Polen Spieler des Jahres ist Munoz. Naja. Mit 22 Saisontoren. Ich habe ja den Torschützenkönig gestellt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Liga läuft doch echt nur so nebenbei, ne? Die läuft echt nur nebenbei.